Nach dem Epic Fail im letzten Part will ich es nochmal versuchen, die 100 gelben Münzen und die 8 roten hier zu sammeln. Und das war auch ein ziemlich dummer Fail, denn... Denn ja, ich bin, glaube ich, ausgerutscht oder keine Ahnung was. Ich habe es schon vergessen, weil das war gestern. Aber jetzt wird es hoffentlich klappen. Ich hoffe das natürlich. Denn ich habe keinen Bock, das alles neu zu machen. Noch einmal neu zu machen. Deshalb will ich es, dass es jetzt klappt. Deshalb will ich, dass es jetzt klappt. Und ich brauche diesen Lakito, der nicht einfach nicht kommen will. Okay, willst du nicht, dann komme ich zu dir. So, und das sind auch 3 Münzen. Moment, ich glaube, ich sollte nicht so schnell hoch, denn ich glaube, hier gab es auch was. Das, was ich haben wollte. Ja. Shit. Ich gehe jetzt schon wieder hier den Weg entlang. So. Hier einen Dreifachsprung. Yeah. Dann vorsichtig hier. Rein und Goomba. So. Du bist KO. Du auch. Gib mir. Shit, die Coin ist runtergefallen. Scheiße. Springen sollte man hier nicht. So. Vorsichtig, Mario. Mach einen Dreifachsprung und einen Hechtsprung in die Münzen. Vorsichtig vor dieser Kugel und vor dieser Kugel und vor dieser Kugel, die mich fast umgebracht hat. Fast umgebracht hat. Vorsicht vor diesem Fly Guy. Der darf mich natürlich auch nicht umbringen. Wow. Bitte diese Münzen einsammeln, sage ich nur dazu. Dankeschön. Dankeschön. Und wo gibt es noch Coins? Das ist jetzt die wichtigste Frage in dieser Mission. Da unten bei den Piranhas gibt es noch Münzen, aber ich habe keinen Bock da runter zu gehen. Denn ich weiß nicht, wie man wieder hochkommt. Obwohl, ich könnte das machen. So, aber du droppst noch 5 Münzen. Habe ich recht? Ja. Die ich alle schön einsammle. So, und ich glaube, wir können uns auch jetzt in den geheimen Ort mit den roten Münzen hintrauen. Zuerst aber vernichte ich den noch hier. So, schnapp mir seine blaue Münze. So, und jetzt nach oben mit dir, Mario. Oh shit, oh shit, shit, oh. No. Ich darf nicht die Shell kaputt machen, sonst war's das. Die Shell muss bleiben. So, und du, mein Freund, komm bitte zu mir. Danke. Und ich glaube, ja, das wird reichen, denn es gibt ja noch einen blauen. Shit, wie komme ich jetzt da hoch? Shit, 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 shit. Oh nein, nicht von diesen Fisch gefressen werden. Darauf habe ich gar keinen Bock. Shit, wie komme ich jetzt da hoch? Ich brauche eine Riesenröhre. So, wie immer, am besten ein Dreifachsprung. Puh. Das kann hier noch spaßig werden. Am besten gehe ich noch hier hin. Für alle Fälle.
warte kurz. So. Obwohl, Moment, ich muss ja jetzt nicht in die große Welt. Ich wollte eigentlich jetzt in die große Welt gehen, aber ich muss ja nicht, weil ich es auch einfach so machen kann. So, Mario, please, don't do this. Fall mir bitte nicht runter. So, und jetzt, yeah. Jetzt kommt aber noch was Schwieriges. Man darf hier auch nicht runterfallen. Und das ist mir im Super Mario 64 DS Let's Play oft passiert, dass ich hier runtergefallen bin. Und ich will nicht, dass es jetzt schon wieder passiert. Besonders an diesem Sprung. Den hasse ich. So. Aber den 100 gelben Münzenstern können wir abspeichern. Yeah. Und jetzt noch es so machen, damit man nicht von der Flamme getroffen wird. Sonst kann man drauf gehen. Und jetzt von hier aus ein Weitsprung. Egal auf den Damage. Und hier wird der Wandsprung gefragt. Die Münze einsammeln. Und da haben wir den 103. Stern. Ja. Yeah. Es fehlen nur noch 17. Und dann haben wir alle 120. Und weil es jetzt hier zu Ende ist, gehen wir zu dem letzten Gebiet oder Teil des Schlosses. Und das ist hier, hinter dieser großen Tür. Für die brauchen wir 50 Sterne. Wir haben mehr als die Hälfte. Die magische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Und da sind wir. Da ist eine große Uhr und zwei solche Fensterchen. Aber auch Toad. Betrittst du die Uhr zu verschiedenen Zeiten, werden die dir weitere Geheimnisse offenbar. Vielleicht hilft dir das auch. Hilft dir dieser Stern auch. Ah Gott. Zum Glück hat mich diese Stimme nicht kaputt gemacht. Yeah. Man kriegt 3 Sterne vom Toad und 2 Sterne vom den Hasen. Und jetzt will ich noch ein Castle Secret Star finden. Ich kann mich aber nicht erinnern, an welcher Seite er war von diesem Fensterchen. Ich glaube hier. Stimmt das? Ja. Nein. Guckt bitte nicht hin. Guckt bitte nicht hin. Spoiler Alarm. Nicht hingucken. Gut. Da ist dieses Fensterchen und dieser Kurs ist aber auch sehr nervig, das muss man wissen. Super Mario 64 Spieler werden wissen, was ich jetzt meine, aber Blind Zuschauer nicht. Obwohl, gibt es bei Super Mario 64 Blind Zuschauer? Das weiß ich nicht, aber man muss hier mit der Flugkäppi Münzen sammeln, in der Luft auf diesen Wolken. Und das wird halt schwer, aber mein Tipp folgt den Regenbogen. Der führt euch immerhin zu dem richtigen Weg. Und manchmal könnt ihr ja auch ein bisschen selbst entscheiden, nach wo ihr hinfliegen wollt. Hier ist nur ein One-Up in der Wolke, in der kann man nicht stehen, die ist ein bisschen durchsichtig. So. Und geht zu... Nein! Das habe ich eben gemeint. Aber man stirbt nicht, man wird nur hier rausfliegen. Aber jetzt muss man noch hochgehen. Und das nervt. Aber... So. Das wird schnell gehen mit unserem Super Mario Skiller. Und mit diesem Glitch, den Nintendo nicht gefixt hat. Yeah.
Und ich will noch nachprüfen, aber nicht in dieser Folge. Ist der Backwards Long Jump wirklich gestrichen? Ich glaube ja, weil ich glaube, sie würden nicht lügen. Aber vielleicht habe ich ja eine Version, die den Backwards Long Jump nicht gestrichen hat. Spaß natürlich nicht. Ich will das nur überprüfen, damit es auch Video bestätigt wird, obwohl es wahrscheinlich schon Tausende auf YouTube gemacht haben. Nein, 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 das ist der falsche. Das ist der falsche. So. Und jetzt von neuem aus. Hier musste doch eine Münze noch sein, ja. Vorsichtig, man muss die Kamera. Ah, Kamera. Nach hinten. Man muss die Kamera nach hinten fahren. Sage ich mal so. Und mehr nichts. Mario? Was war das gerade? So. Bitte, Mario, schaff es jetzt. Juhu! Der Treffersprung ist so groß. Ach, ich wünsche mir ein Remake von Super Mario 64 DS. Denn ich bin ein großer Fan von Super Mario 64 und Super Mario 64 DS. Aber ein DS Remake, das wär's. Weil die Steuerung wird vielleicht besser. Bewegungssteuerung kann ins Spiel kommen. Und noch vieles mehr. HD-Grafik. Aber das wird wahrscheinlich in 2050 passieren. Aber ich weiß nicht. So. Diesmal nicht runterfallen, Mario. Und sich nicht an der Kiste anstoßen. Bitte. So. Auf die... Oh, shit. Ich dachte, das wär's. Aber ist alles noch gut gelaufen? So. Cappy. Nicht wechseln. Zuerst mit dem Buddy sprechen. Hallo, ich möchte die Kanone zum Abbereit machen. Die Musik ist geil. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Yeah. So, die Cappy wechseln und jetzt. Und jetzt war's. Es muss ja so eine kleine Insel geben. Und man sollte zu ihr fliegen. Weil hier gibt es noch eine Kanone, die man so schnell wie möglich alarmieren soll. Ich meine natürlich so schnell wie möglich erreichen soll, weil hier sind noch zwei Münzen. Zack, boom. So. Abchecken, was hier ist. Dann Cappy wechseln. Und Dreifachsprung. Eine Runde kurz drehen. Und diese Münze ansteuern. Dann Stampfattacke. Und wo ist die letzte Münze? Hä? Ach so, in dieser Gewitterwolke ist die letzte Münze. So, Cappy, wechseln, wollte ich sagen. Wird sie jetzt respawnen? Ja. Cappy wechseln und am besten in die Kanone schon wieder rein. Nein! Aha.
Das kann einfach nur nicht wahr sein. Und das auch. Oh Gott. Ich schaffe es nie, diesen Kurs ohne einmal zu sterben. Ich gebe es zu. Nie. Ich sterbe mindestens einmal. Aber es ist mir schon zweimal passiert. Ich hoffe nur, dass es nicht dreimal passiert. Sonst wird es schon ein bisschen langweilig. Und dass ich jetzt so hoch und runter fliege, ist schlecht. Aber vielleicht wird es noch was. Ja. Und jetzt die letzte. Puh. Jetzt sich noch irgendwie zurückarbeiten. Aber das machen wir einfach mit der Kanone. Hoffe ich, dass es einfach wird. Wenn nicht, dann könnte er einen dritten Tod mir anrechnen. So, wo ist die Hauptinsel? Dort ist die Hauptinsel. Oder die Hauptwolke. Wird das reichen? Wird das reichen? Ja, das wird reichen. So, bitte, 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 im Flug, im Flug, im Flug. Yeah. Der 105. Und die neue Welt werden wir heute auch betreten. Und wenn es gut läuft, dann werden wir vielleicht im nächsten Part die letzten zwei Welten beenden. So, hier gibt es ein Secret, und zwar, es spielt eine Rolle, bei welcher Uhrzeit ihr die Welt betritt. Ich werde sie jetzt bei Vollstunde betreten, das heißt jetzt, weil jetzt muss die Uhr... Nein, falsch. Jetzt ist sie ein bisschen schneller als normal. Aber normalerweise sollte sie in einer vollen Stunde stehen bleiben. Aber ich habe was falsch gemacht. Und deshalb läuft sie bei mir. Aber das ist auch ein bisschen eine Schwierigkeit, obwohl viele diese Welt hassen. Und ich kann es auch verstehen, wieso. Man muss immer und immer hochklettern, egal für welchen Stern. Und wenn man einmal runterfällt, war's das. Dann kann man sich begraben lassen. Einmal runtergefallen, alles von neuem. Und das ist scheiße. Das gebe ich auch zu, obwohl ich ein bisschen die Welt mag. Ich weiß nicht auch wieso. So. Jetzt ist nur die Hauptsache, damit ich nicht von der Flamme getroffen werde. Weil sonst habe ich Probleme. So, jetzt muss ich nur mit dem Uhrzeiger mitfahren. Lala, wir können ja zumindest die Welt ein bisschen erkunden, obwohl wir nicht sehen, da ist ein Stern, da ist ein Stern. Und wo sind noch Sterne? Nirgendwo. Ja, und man muss immer und immer, fast jedes Mal, wenn man einen Stern will, dann muss man fast jedes Mal hochklettern. Und ja, es gibt nicht viel Variation. Aber irgendwie mag ich diese Welt. Wenn man sie kann, dann wird alles gut sein. Lass dir den Weg zeigen. Und wie heißt diese Welt eigentlich? Lass mich mal raten. Kurs 14, Tic-Tac-Trauma. Ja, nicht umsonst heißt sie Trauma. Und jetzt, wo wir die volle Stunde getroffen haben, steht die Uhr still.
Die Gegner bewegen sich natürlich, aber diese Dinger, diese gelben Plattformen und diese Plattformen bewegen sich nicht. Und das ist supi, denn so wird es einfacher, hochzuklettern. Und diesen Stern ist es auch dann easy zu holen. Aber was man noch wissen muss, es gibt auch viele Abkürzungen in dieser Welt, die ich natürlich benutzen werde, wenn ich mich noch an sie erinnere. So, achte auf das Pendel. Keine Ahnung, auf was ich achten soll, ich weiß nur eins, ich muss sterben. Ich muss Sterne holen. Verstehst du, Spiel? So, jetzt gehe ich nicht in die volle Stunde. Ein bisschen Schwierigkeit muss auch sein. Aber ich will auch nicht viel zu viel Schwierigkeit haben. Nicht, dass ich hier wieder ausraste. So, Moment, das machen wir so. Das machen wir so. Ja, genau. Das machen wir genauso. Mario, betrete die Uhr in voller Stunde, bitte. Obwohl, ich will nicht. Aber es hat noch was Einfluss, und zwar ist die Uhr jetzt schneller als normal. In welcher Uhrzeit man sie betritt, das beeinflusst auch die Geschwindigkeit der Uhr. In voller Stunde steht sie fest. Aber ich glaube, desto mehr Stunden man auswählt, desto schneller wird sie. Ein geiles Secret, aber diese Welt hassen viele Leute. Ich kann es verstehen, aber ein bisschen mag ich sie. Vielleicht ist es auch nicht normal, aber so ein bisschen kocht jetzt bei mir der Hass. Wir starten jetzt mal die Uhr um 11. Ne, das war um 12 bestimmt. War das um 11 oder um 12? Das war um 11 und jetzt ist sie super schnell. Das seht ihr ja selbst. Deshalb mache ich hier einen Dreifachsprung. Hier einen Sprung. Hier einen... What the hell? Hier einen Rückwärtssprung mit einem Wandsprung kombiniert. Was war das hier alles? Shit. Mario, mach keine Scheiße. So. Zack, boom. Easy. So, jetzt ist es auch sehr schwer hochzukommen, aber ich schaffe es trotzdem. Tralalala. Hier gab es, glaube ich, irgendwo eine Abkürzung. Ja. Oh shit. Aber easy. Und wenn es alles klappt, dann schaffen wir hier noch einen Stern. Und das war auch der Stern, den wir machen sollten. Chronologisch. So, jetzt betrete ich mal um 1. Oder ist das 1? Ja, das ist 1. Um 1 die Uhr. Und jetzt ist sie bestimmt... Ja, jetzt ist sie langsam. Wow! Unsichtbare Wand. Beste. Unsichtbare Wand. Beste. Jetzt betrete ich die Uhr um 1. Jetzt ist sie bestimmt ganz langsam. Ja, jetzt ist sie natürlich langsamer. Ich werde mich vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, denn
im letzten Part habe ich ja vieles vergessen einzublenden. Es tut mir... Nee, nicht im letzten Part. Im vorletzten. Es tut mir auch leid dafür. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich mich über die Uhr informieren, wie das hier alles abläuft. So. Gibt es auf diesem Weg noch ein paar irgendwo Sterne? Ich glaube nicht. Aber ich nehme trotzdem diese Abkürzung hier. Ich beende lieber diesen Part. Tschüss.